Die 50 Meter Pitchschläge sind ja nicht unbedingt die Lieblingsschläge der Hobbygolfer. In diesem Video zeige ich dir ganz genau, wie du diese Schläge perfekt meistern kannst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf. Ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr versäumen möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns eben nicht mehr versäumen. Warum ist dieser 50 Meter Pitch so interessant? Nun, ich denke, es ist so eine Zone, wo man nicht weiß, ob man schon einen vollen Schwung machen soll oder noch einen kleinen, feinen, ja, so einen Finesse-Pitch machen soll. Bei den Finesse-Schlägen, wie ich sie immer ganz gerne nenne, so unter 50 Meter, da gibt es ja ein bisschen anderen Griffstil, da gibt es ja ein bisschen eine Spielerei mit verschiedenen Schwungradien, ja, und verschiedenen Release-Stilen. Aber bei diesen Schlägen dann ab 50 Meter, da muss schon ein bisschen eine Power dazu kommen. Und jetzt werden ein paar Sachen ein wenig anders. Und ich glaube, das ist das, was es so interessant macht. Warum ist dieser Schlag so schwierig? Nun, die meisten Hobbygolfer verstehen eben nicht, wie dieser Schlag gespielt wird und beginnen dann meistens diesen Schlag mit einem fett getroffenen Schlag. Jetzt, wenn der Schlag fett getroffen war vorher, bekommt man Angst, hat Angst, dass man wieder fett trifft und dann beginnt man dann die Hände anzuziehen, um den Ball eben nicht fett zu schlagen und dann toppt man ihn und dann sucht man hinter dem Grün nach dem Ball. Und dennoch ist dieser Schlag bei den Profigolfern ein Schlag, bei dem sie sich eine tolle Birdie-Chance herausarbeiten können. Und wir schauen uns das jetzt genau an, wie man das macht. Wie eingangs erwähnt, verwendet man bei den Schlägen ab 50 Metern, also wo man in keiner Finesse-Zone mehr ist, einen etwas anderen Griff. Hat man in der Finesse-Zone noch eher einen schwachen Griff, einen Griff, wo die Hände mehr nach links rotiert sind, verwende ich jetzt wieder einen eher konventionellen Griff, also so einen Griff, wie ich es beim langen Spiel gewohnt bin. Die Ballposition ist irgendwo zwischen der Mitte oder leicht links der Mitte in der Regel. Und ich möchte auch meinen Brustkorb etwas weiter links haben. Das heißt, damit ich das Gewicht oder den Druck mehr auf dem linken Fuß habe. Das ist ja noch relativ ähnlich wie bei der Finesse-Technik. Aber jetzt wird es ein bisschen anders. Habe ich noch bei den kurzen Schlägen mit etwas engeren Radien eventuell gearbeitet, möchte ich jetzt bei diesen Schlägen einen Schlag machen, der näher dem langen Spiel entspricht. Das heißt, ich werde jetzt hier im Aufschwung auch schauen, dass ich einen größeren Radius mit den Armen habe und die Hände nicht mehr so nah beim Körper haben. Auch im Durchschwung wird das Griffende jetzt etwas weiter weg sein als im kurzen Spiel und ich möchte hier ruhig etwas gestrecktere Arme haben. Um dies zu erreichen, muss nun auch der Körper etwas tun. Bei den kurzen Schlägen vorhin konnte ich eher wenig machen und auch mit dem Schläger ein bisschen mehr, aber jetzt muss ich auch wirklich versuchen, mit derselben Rate wie die Arme meinen Körper mitzudrehen. Und das ist eine typische Bewegung, die ich auch so aus 50, 60 Meter machen würde. Ein guter Trick ist es, sich da zum Beispiel ein Handtuch unter die Achseln zu geben, weil dann ist man gezwungen, die Arme mit derselben Rate wieder den Oberkörper zu schwingen. Hat man kein Handtuch bei sich, kann man auch Folgendes machen. Man kann die Ärmel hier ein wenig einfalten und unter die Achselhülle reindrücken hier. Und sobald ich nun hier die Verbindung verlieren würde, würde das jetzt wieder rauskommen. Ich würde es sofort spüren. Und noch etwas machen die Amateurgolfer bei diesen Pitches aus ca. 50 Meter gravierend falsch. Kann man auch bei den kürzeren Schlägen im Treffmoment die Schaftneigung, das ist hier, steht der Schaft fast aufrecht, kann man bei den kurzen Schlägen den Schaft mehr oder weniger wieder in dieselbe Position zurückbringen, ist es so, dass bei den etwas längeren Pitches die Profis den Loft des Schlägers stark deloften. Was heißt das?
Ich habe hier zum Beispiel ein Sandwich mit 56 Grad. Du siehst das hier anhand dieses Lie-Angle-Tools. Und was passiert im Treffmoment ist es, dass sie diesen Loft, die guten Golfer, ungefähr um ein Drittel verringern. Und zwar ungefähr auf 40 Grad Loft. Das ist eine sehr, sehr typische Zahl, die man so sieht, wenn man das mit einem Launch-Monitor misst. Sehr typisch ist 40 Grad dynamische Loft und 5 bis 10 Grad abwärts getroffen. Das heißt, wenn die Hobbygolfer dann beginnen, wieder so hinzukommen, schlagen sie den Ball viel zu hoch und der Ball hat viel zu wenig Drall und auch fette Schläge sind vorprogrammiert. Das heißt, wenn jetzt die Profis hier stehen im Ansprechen, haben sie den Schaft schon leicht nach vorne geneigt. Jetzt machen sie den Schwung und das kannst du sehen, im Treffmoment ist sogar noch weniger Loft als am Start. Also sie sind von hier nach hier gekommen und das ergibt dann einen Abflugwinkel des Balles, der relativ flach ist. Die starten nur mit ca. 30 Grad. Viele Golfer sind dann oft überrascht, wenn sie bei Profiturnieren zusehen, wie flach diese Bälle geschlagen werden. Aber diese Bälle haben wahnsinnig viel Backspin und sind richtig, richtig knackig gut getroffen. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten sehe, was falsch gemacht wird bei diesen Schlägen. Nämlich, wie gesagt, dass der Loft im Treffmoment zu viel ist und nicht optimal. Ich bin überzeugt, du konntest aus diesem Video etwas lernen. Und hier findest du noch ein Video, das du dir auch unbedingt anschauen solltest. Bis bald!